Ich bin Manuela Rieper, Juristin, verheiratet, Mutter zweier Töchter. Ich arbeite in Brüssel und mein Heimatland ist das Saarland. Ich kandidiere für die ÖDP auf Listenplatz 2 der Europawahl, weil wir nur diesen einen Planeten haben. Es gilt, diesen einen Planeten gut zu erhalten. Wir brauchen mehr Umweltschutz, mehr Naturschutz, mehr Verbraucherschutz und bestimmt kein blindes Wirtschaftswachstum. Wir brauchen strengere Grenzwerte und bessere Kennzeichnung für den Verbraucher. Als junge Mutter habe ich, als ich Produkte für mein Baby gekauft habe und ich auf der Verpackung gelesen habe, laut EU-Verordnung, diese Produkte direkt weggelegt. Der Verbraucher muss informiert sein, was er kauft. Außerdem stehen wir in Europa gerade vor einer großen Herausforderung. Jetzt und direkt nach der Wahl zum Europäischen Parlament werden die Programme der nächsten 7 Jahre bestimmt. Das heißt, wie sieht unsere Landwirtschaft der nächsten 7 Jahre aus? Ich weiß, unsere Bauern stehen unter enormem Druck. Ich will dafür kämpfen, dass wir mehr Umweltleistung in der Landwirtschaft bekommen, aber dass unsere Bauern dafür auch entlohnt werden. Und ich will mich dafür einsetzen, dass wir mehr Fördergelder für EU-Umweltprogramme bekommen. Meine Mutter hat mir gezeigt, dass Familie und Beruf vereinbar ist. Für mich ist es wichtig, dass jedes Mädchen ein solches Vorbild bekommt. Und das will ich auch für meine Töchter sein. Wir brauchen in Europa klare, umsetzbare Regeln. Die Industrie muss sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Die EU muss dafür sorgen. Und sie muss sich auch dafür sorgen, dass das, was wir in Brüssel entscheiden, auch in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Denn wir haben teilweise sehr starke Gesetzgebung. Die Mitgliedstaaten setzen das aber nicht um. Wir brauchen in Europa klare Regeln für die Industrie, dass sie sich für mehr Umweltschutz, für den Klimaschutz einsetzen. Aber was wir in Europa auch brauchen, ist, dass die Kommission stärker darauf achtet und auch Strafen einsetzt, wenn die Mitgliedstaaten diese Regeln, die wir in Europa beschlossen haben, nicht umsetzen. Das wird die Menschen wieder begeistern und das wird dafür sorgen, dass wir eine bessere Umwelt haben.